Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Typ hier irgendwie irgendwo in der Nähe ist. Das ist mein War das die Lagerhalle, in der ich schon dran war, oder? Gibt es zwei Lagerhallen? Ich weiß es halt nicht. Komme ich von da? Was? Ja, schon hier. Ja, okay, das hatte ich schon. Okay. Gehen wir mal zurück zu den Häusern. Gucken, was da abgeht. Was man Schönes finden kann. So, mit dem Haus war ich schon. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, wenn man DayZ spielt, braucht man viel Geduld und Ausdauer, um ein Spiel zu spielen. Man findet natürlich Sachen nicht auf Anhieb, es ist nicht die ultimative Action hier, die man findet. Ist einfach. Ja, es soll einfach sozusagen eine Simulation sein, würde ich jetzt sagen. Realistisch, ultra. So realistisch wie möglich zeigen, wie es aussieht, wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt. Wobei hier ja die Zombies fehlen. Die sind in der Alpha irgendwie nicht gerade sehr viel anwesend. Auf jeden Fall soll das, denke ich mal, zeigen. Ja, nee, wie das ist, wenn es Zombies, wenn es Zombies angreifen, Menschen so. Alter, die scheiß Tür auf jetzt. First Person. Und jetzt zeige ich Zombies angreifen und die Menschheit auslöschen. Spaghetti. Kann ich natürlich nicht öffnen, weil mir der Dosenöffner fehlt wahrscheinlich. Also Leute, wenn ihr was erwartet, irgendwie, dass das ultimativ Action bringt, ist Explosion wie Call of Duty, dann seid ihr völlig falsch. Es ist ja wie zum Beispiel Arma 2, war ja eine Kriegssimulation, die auch ultra realistisch sein sollte. Und ja, da gab es auch nicht um die volle Action. Ein paar kleine Schusswechsel, das war es aber schon. Und genau das ist DayZ. Vielleicht ein paar kleine Schusswechsel mit anderen Spielern, die man vielleicht zufällig irgendwie trifft. In der großen, weiten Map, die sehr groß und weit ist. Ja, da kann man nicht viel von erwarten. Aber wenn ihr Spaß dran habt, irgendwie eine Simulation Spaß macht, wie realistisch sind, sehr realistisch sind, dann passt das schon. Dann könnt ihr euch beweisen, wie ihr es überlebt. Der Zombie-Apokalypse, wenn sie mal auftauchen solltet und ihr die ersten Monate überlebt. Ich würde sagen, in den ersten paar Monaten wird das noch so aussehen. Apropos Zombie-Apokalypse. Soweit ich hier im Internet gelesen habe, sind, oh, das, was trinken, was trinken, sind, Wissenschaftler sich einig, dass durch die Entdeckung von Gehirnparasiten es möglich ist, dass eine Zombie-Apokalypse passieren kann. Also, Leute, passt auf! Zombie-Apokalypse ist tatsächlich möglich. So wie die das sagen, auf jeden Fall. Die Experten, die Forscher, die Wissenschaftler sagen. Und wenn die das sagen, ist es ja normalerweise natürlich 100% ernst zu nehmen.
Und ich rede auch sehr leise. Langsam. Leise auch, aber trotzdem langsam. 25, 25, ja, das bringt nicht viel. Oder kann ich zwei tragen? Das wäre was Schönes hier. Nope, kann ich nicht. Licht was? Da Licht was. Ist wieder in der Tasche. Grüne Tasche auch 25. Geht's noch hoch? Gucken wir erstmal hier unten weiter. Kaputter Fernseher. Ist das Holz? Aber nicht aufnehmbar. Tür öffnen. Die Tür? Nein. Das ist noch ein Raum. Da liegt ein Buch. Steht da? Middlemarch. Da, oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Kann ich aber irgendwie. Wo ist er hin? Da. Ah, doch, kann ich nehmen. First Aid Kit. Was haben wir denn schönes? Water. Kann ich das nicht einfach so mitnehmen? Das austauschen. Ich glaube, das nehme ich mal. Das schmeiß ich mal weg. Ja, da ist da. Nämlich eine First Aid Kit. Kann man immer gut gebrauchen. Und ach ja, ich habe ja Wasser gefunden. Oh, ich starve hier gerade. Eat. Und nochmal eat. Aber noch ein bisschen Reis und eigentlich noch so viele Kannen. Das ist jetzt weg. Leer. Ordnung schaffen hier. Das können wir dahin. Dahin. Okay. Ich glaube, das war's hier unten so ziemlich. Gehen wir nach oben. Was ist das? Telefonzelle. Telefon. Nicht Zelle. Geh auf. Lauf nach oben. Ach so. Super. Tür kann man nicht öffnen. Nicht ja klasse. Kann man extra nach oben gehen? Man kann die Tür nicht öffnen. Da war ich glaube ich schon drin, oder? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich bin hier vorne rüber gesprungen. Da war ich schon drin. Da war ich auch schon drin, glaube ich. Wobei ich bin mir gar nicht sicher. Ist schon alles abgegrast. Von da kam ich nämlich. Mir fehlen irgendwie die Zombies. Man kann es nicht oft genug sagen. Die Zombies fehlen einfach. Da war ich auch schon drin, habe ich ja dieses Ding gefunden. Motorrad. Raus jetzt, Motorradhelm. Da ist der Laden, der nichts beinhaltet. Zurück auf die Straße. Aber vielleicht ist ja doch auch noch was gespawnt. Kann ja sein. Okay, da bin ich ja noch raus. Ne. Ja, das nervt etwas. Vielleicht habt ihr es gesehen. Wenn man so einen ganz kleinen Abhang runterfällt, dann ist man nicht verletzt. Aber man ist ungefähr für eine Sekunde bewegungsunfähig. Bewegt sich aber nicht mehr. Erst nach einer Sekunde circa bewegt er sich wieder. Was schon etwas nervig ist, aber. So, da geht's zur Stadt.